Abend RTL. Montag bis Freitag ab 18 Uhr wissen, was zu Hause läuft. Freuen Sie sich jetzt auf Exklusiv. Ganz schön gewagt. Wie viel Sex haben Jasmin Gerard und Mark Keller bei den Dreharbeiten nur gespielt? Veronas Premiere. Was beim ersten offiziellen Auftritt von Verona und Freund Franjo wirklich passierte. Sascha und die Mädchen. Warum der Popstar für diese Schülerinnen auf seine Gage verzichtet hat. Guten Abend, ich bin Frauke Ludowig. Schön, dass Sie bei uns sind. Auf dieses Bild haben alle Fotografen seit Monaten gewartet. Verona Feldbusch gemeinsam mit ihrem neuen Freund Franjo Poth. Am Wochenende haben sich die Sehnsüchte der Fotoreporter erfüllt. Das Liebespaar lächelte beim Radio Regenbogen Award glücklich in die Objektive. Zuvor gab es allerdings heftige Rangeleien um die Aufnahmen. Wir haben gestern bereits darüber berichtet. Die ersten offiziellen Bilder von Verona und Franjo und das unglaubliche Tauziehen um die beiden, Hans-Peter Mayer und Andreas Diek, berichten. Ein Liebespaar wie aus dem Bilderbuch. Verona und Franjo strahlen mit den Blitzlichtern um die Wette. Sie zeigen ganz offen, wir sind das Traumpaar der Saison. Architekturstudent Franjo geht mit dem für ihn völlig ungewohnten Medienrummel erstaunlich gelassen um. Es ist eigentlich nichts Besonderes. Es ist eigentlich, man geht durch und sag ich, für mich jetzt ist ein bisschen aufregend, dass es das erste Mal ist, aber ich glaube, da gewöhne ich mich auch dran. Wesentlich hektischer ging es im Vorfeld zu. Fotograf Willi Schneider wird von einem übereifrigen Bodyguard zur Seite geschoben. Die Situation eskaliert. Kurze Zeit später soll es dann auch noch zu einer Rangelei mit Veronas Manager Alla Mitschik gekommen sein. Den Rummel um das gefragte Liebespaar hat er glatt unterschätzt, gibt er nachträglich zu. Ich habe damit gerechnet, dass da sehr viel los sein wird mit Verona und Franjo, das war klar. Aber dass es so extrem werden würde, habe ich auch nicht gedacht. Und wir haben dann zum Glück von Radio Regenbogen auch die Security dann noch zur Verfügung gestellt. Wir waren da mittlerweile mit mir eingerechnet. 4 Leute, die versuchten, alles zurückzuhalten. Dabei war alles so gut geplant. Verona und Franjo kamen in getrennten Limousinen, um eine Panik auf dem roten Teppich zu verhindern. Die folgte kurz darauf im Ballsaal. Fotograf Schneider mittendrin. Society-Expertin Katja Kessler hat den Trubel um das Traumpaar hautnah miterlebt. Sie saß direkt hinter Franjo am Nachbartisch. Klar, dass sich alle Fotografen auf sie gestürzt haben, wie eine Traube. 20, 30 Leute, also es war wirklich so, dass man Atemnot bekam, wenn man nur daneben saß. In diesem Falle gab es dann einfach ein kleines Gerangel. Das ist einfach in der Branche so. Jeder will das erste Foto, sind das erste Mal zusammen auf einer Veranstaltung. Wo gehobelt wird, fallen Späne. Bis zum nächsten Auftritt der beiden dürfte sich der Rummel gelegt haben. Jetzt hat ja jeder das Bild, auf das alle gewartet haben. An Verona selbst geht das alles spurlos vorüber. Sie schwebt dank Franjo immer noch auf Wolke 7. Was macht die Liebe? Die Liebe, der geht's wunderbar. Schön. Danke. Und das sieht man Franjo und Verona auch an. Das glückliche Lächeln auf den Lippen trugen die beiden jedenfalls den ganzen Abend bereitwillig spazieren. Götz Otto. Vor einem Monat machte der Schauspieler Schlagzeilen. Nach 8 Jahren trennte er sich von seiner Frau und den beiden gemeinsamen Kindern. Bei einer Kinopremiere in Berlin präsentierte Götz Otto nun seine neue Freundin. Silke Teichmann hat die Meldungen. Götz im Glück. Zur Premiere des Kinderfilms Der Bär ist los im Berliner Zoopalast streichelte er vor der Tür Zwergziegen, im Kino dann die PR-Agentin Sabine Luis. Seit einigen Wochen ist sie nicht nur für seine Pressearbeit zuständig, sondern auch für Privates. Sie ist seine neue Freundin. Erst vor kurzem hatte sich Götz Otto von seiner Frau Ursula getrennt. Das Paar hatte sich, so Otto, nach 8 Jahren Beziehung auseinandergelebt. Großes Gedränge und Teenie-Tränen eimerweise in einer Dortmunder Hauptschule. Statt des Schulchors stand plötzlich Sascha auf der Bühne. Grund für das kostenlose Überraschungskonzert in seiner Heimatstadt? Die Schule macht sich extrem gegen Rassismus stark. Das hat Sascha imponiert. Auch er kämpft gegen Ausländerfeindlichkeit. Für so viel Engagement gab's den großen Sascha zum Anfassen und kleine Fruchtzwerge zum Auslöffeln. Die verteilte Sascha nach dem Konzert im Publikum. Schauspielerin Iris Berben macht jetzt auch als Großgastronomin Karriere. Sie hat das Münchner Traditionscafé Roma übernommen, umgebaut und heute Mittag neu eröffnet. Mittlerweile ihre 5. Edelkneipe in München. Kneipen, Kellnern, Küche, neben der Schauspielerei Iris Berbens ganz große Leidenschaft. In meinen Schulferien habe ich gekellnert in einer Eisdiele. Ja, ich glaube, ich 14, habe aber gesagt, dass ich schon 16 bin, sonst hätte ich es nämlich nicht machen dürfen. Trotz aller
Spitzengeschäft. Dieses Café wird Iris Berben nicht mehr mit Spitzenhäubchen. Nachgedacht, selbst gemacht. Frauen, die so aussehen wollen wie von Gerhard Meyer frisiert, können sich jetzt selbst helfen. Der Star-Friseur hat nämlich sein erstes Buch herausgegeben. Darin Hauben und Tuschelthemen. Bei der Präsentation des Buchs gab es auch eine Überraschung. Der große Meister wurde von einer Stammkundin geoutet. Mal verschnitten, aber hat das dann im Prinzip wieder gerade geschnitten, dass ich also wirklich Gerhard lass mich nicht kommen. Auch wenn selbst Gerhard Meyer ab und zu die Schere ausrutscht, bei ihm lassen prominente Kunden auch in Zukunft ihre Köpfe gerne mal hängen. Wirft sie auf den Küchentisch, sie lieben sich leidenschaftlich und ohne Tabus. So oder so ähnlich hat die heiße Szene wohl im Drehbuch gestanden. Mark Keller und Jasmin Gerhardt haben diese Szene gespielt. Jetzt gibt es sie im Bild und prompt sorgt das für ganz, ganz wilde Gerüchte. Alles nur gespielt oder echter Sex vor der Filmkamera? Mark Keller ist verheiratet, seine Ehefrau soll wenig begeistert sein von den Nackedei-Akrobatik-Spielchen ihres Gatten. Was ist wirklich passiert? Kim Lenau und Frank Fastner. Liebevoll schmiegt sich Mark Keller an Jasmin Gerhardt. Wir treffen die beiden in New York beim Fotoshooting für ihren neuen Film I Love You Baby. Und da geht es weit weniger sittsam zu. Diese intimen Bilder der heißesten Liebesszenen sorgten heute für einigen Wirbel. Alles nur gespielt oder war das echte Leidenschaft? Wir haben nachgefragt. Wir kannten uns ja nicht wirklich richtig gut vorher. Aber wir haben uns doch 2 Monate vorher kennengelernt. Und es war schon gut, dass wir uns kennengelernt haben, weil wir hatten echt ein gutes Verhältnis vor dem Dreh, während des Drehs und eigentlich auch jetzt noch. Also wenn man sich gut versteht und er sieht ja auch einigermaßen okay aus, dann geht das. I Love You Baby wurde vergangenen Sommer auf Mallorca gedreht. Schon damals wurde heftig über eine mehr als kollegiale Beziehung der beiden Darsteller getuschelt. Mark Kellers Ehefrau Thulin war weit weg, daheim am Bodensee. Da las sie heute auch die Schlagzeilen. Kein Grund zur Eifersucht, versicherte uns ihr Ehemann schon damals. Job ist eben Job. Ich telefoniere täglich mit meinen Jungs und mit meiner Frau. Dafür gibt es ja Handys und das ist der Vorteil. Und funktioniert alles sehr gut. Ich telefoniere täglich und habe die auch in meinem Kopf, aber Priorität hat momentan für mich ganz klar dieser Film. Bleibt die Frage, wo die Prioritäten in den Drehpausen lagen. Jasmin und Mark zeigten sich schließlich recht ungezwungen in der Öffentlichkeit, besuchten Partys und Nachtclubs zusammen. Alles rein freundschaftlich, versteht sich. Wir waren also in Köln aus, wir waren essen, wir waren trinken, wir haben super viele Sachen zusammen gemacht. Also es ist nicht irgendein Schauspieler, wo ich sage, alles klar, hier ist er jetzt, mit dem muss ich jetzt spielen, sondern irgendwie ist es halt ein Freund. Doch reicht Freundschaft allein für derart heiße Szenen? Wir treffen heute Mark Kellers Manager Hinrich Sickenberger und fragen ihn, ist Mark nun zur Sache gekommen oder nicht? Er hat nicht. Denn er hat nur seinen Job gemacht, genauso wie Jasmin. Und den Job haben sie sehr, sehr gut gemacht. Keine Frage. Also einfach nur außergewöhnlich überzeugend geschauspielert oder ist die Leidenschaft doch kurzfristig mit beiden durchgegangen? Ja, wir sind Schauspieler. Ja, das gehört einfach dazu. Es gehört mal eine Liebesszene dazu und mal nicht. Und mein Gott. Tiefe Blicke, Gänsehautstimmung. Haben sie nun oder haben sie nicht? Das bleibt die Frage. Sicher ist nur, Mark und Jasmin sind zumindest vor der Kamera ein sehr überzeugendes Paar. Zum Schluss noch der Falschparker des Tages. Popstar Michael Jackson besuchte am Wochenende in Hamburg Hagenbecks Tierpark und hätte sich in seiner Luxuslimousine fast ein Knöllchen eingehandelt. Morgens 8.50 Uhr Autobahnrastplatz Wülferode. Der Tatort für ein schweres Verkehrsdelikt? Die Autobahnpolizei Hildesheim ermittelt. Jacko überkam wohl ein dringendes Bedürfnis. Er ließ seinen Chauffeur direkt vor der Toilette einer Raststätte parken. Dumm nur, hier herrscht absolutes Halteverbot. Die eifrigen Polizisten sind sofort zur Stelle und kontrollieren die Insassen der Limousine. Ich sage, ihr müsst jetzt mal die Führerscheine und Fahrzeugscheine sehen. Und dann bat er, ja, können wir das nicht lassen, in einem Wagen sitzt Michael Jackson. Und ich habe dann gesagt, ja, ich bin John Wayne. Jacko im Halteverbot erwischt, so steht es jetzt im Polizeicomputer. Wichtiger Zusatz, es war kein Aprilscherz. Das beteuert auch der Tierpark Hagenbeck in Hamburg. Den hatte Jacko am Abend zuvor besucht. Besonders die Elefanten sollen es ihm angetan haben. Unsere Leitkuh, die Mowgli, die durfte die Ehre haben, von Michael Jackson berührt zu werden. Ob Jacko endlich ein neues Lieblingstier für seinen Privatzoo gefunden hat? Sein engster Vertrauter, Schimpanse Bubbles, lebt ja leider nicht mehr.
Das war exklusiv am Montag. Ich hoffe, Sie verbringen die ganze Woche mit uns und wir sehen uns.